Als Galileo mich gefragt hat, ob ich einen Film über das einsamste Haus der Welt produzieren könnte, wusste ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Mal eben mit meinem Kamerateam nach Island und dieses Haus finden. So schwer wird der Weg ja wohl nicht sein, habe ich gedacht. Ach, Scheiße. Und wenn wir dann mal da sind, kann ja eh nichts mehr passieren. Im Nachhinein war diese Naivität wohl mein größter Fehler. Wir müssen heute Nacht hier bleiben. Meine Suche nach dem einsamsten Haus der Welt beginnt in Reykjavik noch ganz entspannt. Mit einer einfachen Recherche im Internet. Seitdem dort die ersten Bilder aufgetaucht sind, ist das Haus auf dem kleinen Brocken weltberühmt. Und obwohl es mittlerweile sogar als das einsamste Haus der Welt gilt, weiß niemand so wirklich, was es damit auf sich hat. Auf der einen Seite steht jetzt hier, dass sich ein Milliardär diese Insel gekauft hat, um sich vor einer Zombie-Apokalypse zu schützen. Und auf der anderen Seite steht, dass da eine religiöse Sekte leben soll. Ich habe mal gehört, dass das irgendwas mit Björk zu tun haben soll, dieser Sängerin. Björk? Björk. Dass Björk da lebt. Dass Björk da lebt. Und dann von da aus immer auf Konzertreise geht. Okay. Gerüchte, wem das Haus gehört, gibt es also reichlich. Aber wo es genau steht, wissen wir immer noch nicht. Doch es gibt ein Buch mit dem Haus als Cover. Und das gibt uns einen entscheidenden Hinweis. Überall in dem Buch ist von Westman Island die Rede. Überall, an jeder zweite Seite steht Westman Island, Westman Island, Westman Island. Ich glaube, fahren wir einfach mal hin. Die Westman Islands liegen südlich vom isländischen Festland. Sie sind ein Zusammenschluss vieler kleiner Vulkaninseln mitten im Nordatlantik. Um dorthin zu gelangen, müssen wir erst mal 3 Stunden von der Hauptstadt Reykjavik an die einzige Fährhaltestelle im Süden des Landes fahren. Hi. Eine Frage. Kennen Sie dieses Haus? This house here? Yes. Wo ist es? Es ist auf einer kleinen Insel in der Nähe der Westman Islands. Am anderen Hafen solltet ihr jemanden finden, der euch das zeigen kann. Ihr kommt da aber nur mit einem kleinen Boot hin. Ein kleines Boot? Okay, danke. Werden wir finden. Wir bekommen einen Kontakt, der uns auf den Westman Islands weiterhelfen soll. Die erste heiße Spur. Irgendwo hier im eiskalten Atlantik muss die kleine Insel mit dem einsamen Haus sein. Doch der Seegang wird immer schlechter. Noch kann ich mir nicht vorstellen, wie und ob wir bei den Bedingungen überhaupt zu dem kleinen Brocken im Meer fahren können. Nach weiteren 2 Stunden die Westman Islands. Rund 4000 Menschen leben auf den Vulkaninseln mitten im Meer. Hier am alten Hafen soll der Mann sein, der uns bei der Suche nach dem einsamsten Haus der Welt unterstützen kann. Hi. Hi, excuse me. One question. Ich suche diese Insel mit dem Haus. Kennst du die? Ja, ich weiß, wo das ist. Meinst du könntest uns irgendwie zu diesem Haus bringen? Ich muss erst gucken, wie das Wetter ist. Und dann sehen wir, ob's geht. Wir können das echt nur machen, wenn das Wetter mitspielt. Es war die letzte Zeit immer schlecht, aber es scheint jetzt ruhiger zu werden. Ragnar Thor Johansson arbeitet wie fast alle hier als Fischer auf seinem eigenen Boot. Er ist auf den Westman Islands geboren und weiß, wie gefährlich ein Trip zum einsamsten Haus der Welt sein kann. Viele Männer hatten hier schon lebensgefährliche Situationen. Sie sind ins Meer gefallen oder ihr Boot ist untergegangen. Wir müssen immer vorsichtig sein. Kannst du den Trip alleine machen? Nein, wir brauchen noch Leute. Ein Kapitän und ein anderer, der uns hilft. Hast du da jemanden? Das ist mein Cousin Öder und mein Opa Ragnar.
Und ihr bringt mich jetzt auf die Insel? Mit welchem Boot fahren wir denn? Mit dem kleinen da drüben. Warum müssen wir mit einem kleinen Boot fahren? Die Klippen sind zu steil. Das geht nur mit einem kleinen Boot. Wenn du reinfällst, kann ich dich packen. Will ja nicht, dass du untergehst. Wie kalt ist es? 6 Grad. 6 Grad, das ist kalt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Der Wind kommt wieder zurück, es wird schlechter. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich rüberkommen. Auf offenem Meer wollen wir wirklich kein schlechtes Wetter erleben. Wie schnell ändert sich denn das Wetter hier? Extrem schnell. Es ist halt einfach eine Insel mitten im Atlantischen Ozean. Besonders heimtückisch ist das Phänomen, das die Einheimischen nur Glügewetter nennen. Auf den ersten Blick sieht das Wetter zwar gut aus, doch die Winde sind in Wirklichkeit brandgefährlich. Mehrere Boote sind deshalb auf dem Weg zum einsamsten Haus der Welt bereits gekentert. Deshalb hat Ragnar auch seinen Großvater mitgenommen. Er kennt den Ozean hier am besten und liest die Wellen. Dadurch kann er dem Kapitän sagen, wie er fahren muss, damit wir nicht von einer Welle vom Boot geschleudert werden. Vor allem mein Kameramann Daniel muss da besonders aufpassen. Da ist die Insel. Es gibt da kein Pier. Wir müssen auf die Felsen springen. Wir müssen jetzt gleich nach vorne aufs Boot gehen. Von da aus springen wir dann mit euren ganzen Sachen auf die Insel. Und dann klettern wir zum Haus. Okay, mach dich bereit. Und spring erst, wenn ich es dir sage. Okay. Come on. Yes. Das Boot kann wegen der starken Winde hier nicht anlegen. Der Kapitän muss immer wieder zurücksetzen und mit voller Wucht gegen den Felsen fahren. Es gibt nur 2 Sekunden, in denen das Springen sicher möglich ist. Okay, Nils, when I say jump, you jump. Grab the rope. Okay. 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 I made it. Yeah, you made it. You made it. Thank you. Thank you. Ragnars Großvater und sein Cousin können nicht hier bleiben. Sie fahren erstmal zurück und holen uns später wieder ab. Wir sind jetzt hier, mitten im Atlantik, auf uns alleine gestellt. Jetzt müssen wir an dem Seil hier hochklettern. Erstmal zur Station 1, dann zur Station 2 und von da aus dann zum Haus. Eine wirkliche Sicherung gibt es hier nicht. Nur ein paar alte Seile an der Felswand sollen uns davor schützen, die Klippe herunterzufallen. Je höher wir kommen, desto beunruhigender wird es. Echt rutschig. Bisschen rutschig. Hast halt schlechte Schuhe. Ich habe gute Schuhe. Nach insgesamt 10 Stunden Reise, dann endlich unser Ziel. Das ist es, das einsamste Haus der Welt.
That's it. Willkommen im einsamsten Haus der Welt. Das einsamste Haus der Welt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber jetzt ziehen wir erstmal die Schuhe aus. I'm sorry. I'm taking it off. Das ist wie zu Hause. So gut ausgestattet habe ich mir das einsamste Haus der Welt nicht vorgestellt. Die Einrichtung ist zwar etwas in die Jahre gekommen, aber es gibt alles, was man zum Leben braucht. Eine große Küche, ein Bad, ein voll ausgestattetes Wohnzimmer. Zur Erinnerung, wir sind mitten im Atlantik, weit entfernt von jeglicher Zivilisation. Aber das Haus wirkt von innen alles andere als einsam und verlassen. So Ragnar, lebt hier irgendjemand oder wem gehört das Haus? Hier lebt niemand. Und es weiß auch keiner, was wirklich hinter dem Haus steckt. Außer wir, die damit zu tun haben. Aber das sind auch nur 30 Leute. Es gibt ja viele Gerüchte über das Haus. Ja, die Zombie-Apokalypse, die Milliardärgeschichte. Es gibt so viele Theorien, aber das ist alles Bullshit. Der wahre Grund, warum hier ein Haus mitten im Nirgendwo steht, ist ein Geheimnis, das nicht jeder erfahren soll. Und um das herauszufinden, müssen wir Ragnar und vor allem die Geschichte vor dem Haus wohl erst noch etwas besser kennenlernen. Hier auf der Insel haben mal Menschen gelebt. Ein paar Familien haben diese Insel auf der Suche nach Nahrung gefunden und sich hier niedergelassen. Wie sah es denn hier vor ein paar hundert Jahren aus? Stell dir Zelte vor. Sie standen überall. Und da waren auch Schafe und Bullen. Die Menschen haben hier einfach von der Natur gelebt. Vor mehreren hundert Jahren ist die kleine Insel noch voller Menschen. Denn sie ist der ideale Ort, um Nahrung zu finden. Durchs Fischen und Jagen können die Menschen überleben und auch ihre Familien auf dem Festland mit Nahrung versorgen. Sie jagen aber immer nur so viel, dass keine Arten bedroht werden. Doch irgendwann wird das Leben mitten im Ozean zu hart. Es lohnt sich nicht mehr, hier zu bleiben. Die Menschen verlassen die Insel und kehren nie wieder zurück. Würdest du sagen, dass die Insel in Vergessenheit geraten ist? Ja, definitely. Es gab Zeiten, da waren hier einfach nur Vögel. Die kleine Insel ist jahrzehntelang komplett leer. Und die Natur holt sie sich zurück. Vor allem der Papageientaucher siedelt sich auf der Insel an. Der Clown der Lüfte gilt als einer der beliebtesten Vögel der Welt und lebt nur im arktischen Raum. Doch deshalb ist er auch bei Wilderern gefragt. Jäger aus dem Ausland reisen extra nach Island, um die Vögel wahllos zu erschießen und sie als Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Die kleine leere Insel wäre jetzt der perfekte Ort für die Wilderer. Eine Situation, die die Einheimischen nicht zulassen wollen. Wir wollen die Tradition und diese Insel einfach am Leben halten. Wir wollen für die Natur etwas Gutes tun. Wir dürfen niemals vergessen, woher unsere Nahrung kommt. Deshalb bilden Ragnars Vorfahren in den 1950er Jahren eine Vereinigung. Sie wollen das Jagen auf der Insel selbst kontrollieren und bauen deshalb ein festes Haus, das als Basislager gilt. Seitdem besetzen die Mitglieder abwechselnd das Haus und schützen die Papageientaucher vor Wilderern. Ragnar ist heute einer der Vorsitzenden der Vereinigung. Knapp 30 Menschen kommen regelmäßig auf die Insel und kümmern sich um das Haus. Mitten im Ozean eine echte Mammutaufgabe. Alles an diesem Haus ist genauso auf diese Insel gekommen wie ihr. Mit einem kleinen Boot und vielen, vielen Menschen. Dafür brauchst du starke Männer und Familien, die bereit sind, alles zu geben. Um das alles hier Realität werden zu lassen. Es gibt ja hier auch keinen Baumarkt oder irgendwas. Es gibt keinen Elektromarkt, nichts. Es ist komplett selbst gebaut von den Männern und den Familien. Und auch noch von unserem eigenen Geld bezahlt. Die Bauarbeiten am einsamsten Haus der Welt dauern bis heute an. Denn durch das raue Wetter hier auf hoher See kommt es immer wieder zu unvorhersehbaren Ereignissen. Und das bekommen jetzt auch wir zu spüren. Das Wetter ist innerhalb weniger Minuten schlechter geworden. Das Boot, das uns hier auf die Insel gebracht hat, kann uns unter den Umständen
auf gar keinen Fall abholen. Die Wellen sind zu hoch. Das Boot kommt so nicht über den Ozean. Das heißt, wir stecken fest? Wir werden heute Nacht hier bleiben müssen. Wie lange bist du hier am längsten festgesteckt? Das längste waren 5 Tage. Bist du auf sowas vorbereitet? Ja, wir haben eine Vorratskammer, mit der wir ein paar Tage auskommen. Kannst du uns sie zeigen? Ragnar lagert hier vor allem haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis. Aber auch ein Fleischvorrat und medizinisches Equipment für den Notfall ist immer im Haus. Wir trinken Regenwasser. Vor dem Haus haben wir einen großen Tank, der den ganzen Regen sammelt. Wegen des heimtückischen Wetters ist das Haus extrem robust gebaut. Selbst bei schlechtestem Wetter kann man hier für ein paar Tage überleben. Es gibt einen Generator für Notstrom und auch eine kleine Gasflasche zum Kochen und Grillen. Ah, nice. Endlich Abendessen, Jungs. Danke, dass wir heute Nacht hier bleiben können. Gerne. Dass wir etwas länger bleiben als gedacht, hat auch etwas Gutes. Denn im Laufe des Abends lernen wir Ragnar immer besser kennen. Und erfahren endlich, warum um das einsamste Haus der Welt so viele Geheimnisse gemacht werden. Für Ragnar ist es nämlich nicht nur irgendeine Hütte im Nirgendwo. Es ist viel mehr. Was ist das Besondere hier? Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach ein Gefühl, was man hat. Es ist Natur, Freude, Sicherheit. Deshalb ist es auch gut, dass es so viele Gerüchte über dieses Haus gibt. Die Zombie-Apokalypse oder sowas. Das hier ist keine Touristenattraktion. Es haben nur sehr wenig Menschen das Glück, hier hinkommen zu dürfen. So wie wir. Jetzt schauen wir mal, wo du schlafen kannst. Ein gemütliches Bett. Mein altes. Dein altes? Dann bis morgen. Bis morgen. Good night. Good night. Ja, es ist schon ein komisches Gefühl. Wir sind mitten auf dem Atlantik, auf einem kleinen Felsen im einsamsten Haus der Welt gestrandet. Und wir haben unfassbares Glück gehabt, dass dieses Haus hier einen Schlafsaal im Dachboden hat, in dem wir uns zumindest kurz mal hinlegen können. Ich bin guter Dinge und hoffe, dass das Wetter morgen wieder so gut ist, dass wir auch wieder zurückkommen. Guten Morgen. Morgen, Tim. Na? Schauen wir mal. Hell ist. Ausnahmsweise hat sich ja nicht so viel geändert. Oh, das schaut aber besser aus. Du meinst, wir kommen heute hier weg? Ich wüsste zumindest nicht, warum nicht. Es scheint die Sonne. Kerina Kilo da auf die Barra. Ja, Vorgang, Quarter. Ja, nicht mehr da. Sehen da. Over. Was sagt er? Das Wetter wird besser. Er kann uns in 5 bis 6 Stunden abholen. 5 bis 6 Stunden. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich kann dir meinen Lieblingsplatz zeigen, wenn du willst. Hier am Abhang der Insel haben sich über die Jahre Zehntausende Papageientaucher angesiedelt. Die Arbeit von Ragnar und seiner Vereinigung funktioniert. Die Vögel können hier in Ruhe leben
ohne von ausländischen Trophäenjägern gefunden zu werden. Davon kriegst du nie genug. Das ist Wahnsinn. Wollt ihr hier auf der Insel eigentlich noch mehr bauen? Nein, vielleicht ein bisschen was reparieren. Aber nein, wir bauen nichts mehr. Es ist perfekt. Absolut perfekt. Im einsamsten Haus der Welt lebt kein Milliardär oder eine religiöse Sekte. Es ist die jahrzehntelange Geschichte von Menschen wie Ragnar, die die kleine Insel und ihre Bewohner beschützen wollen. Und auch wenn dieser Ort mitten im Ozean liegt, wir haben am eigenen Leib erfahren, dass das einsamste Haus der Welt in Wirklichkeit alles andere als einsam ist.